Guten Morgen, liebe Dingsdibumstis, Freunde der Blasmusik. Nein, einen wunderschönen guten Dingsdibumsti, liebe Freunde der Blasmusik. So rum geht's. Ich bin schon voll im Putzmodus und wie ihr vielleicht erkennt, bin ich wieder mit der Powershot G7X unterwegs. Ja, wer hätte das gedacht? Wieso und warum und überhaupt die jetzt anscheinend im Moment funktioniert, werde ich euch am neuen YouTube-Kanal, der gerade in Planung und im Entstehen ist, definieren. Da wirkt schon unser Sauger, weiß nicht, warum er so einen Lärm macht, aber der plagt sich da schon, damit ich heute putzen kann. Ja, das Wetter ist kalt, grauslich, aber trocken, weil Wind. Deshalb werde ich mich heute nochmal auf den Rasenmäher werfen, wenn alles klappt. Jetzt mache ich mal den Tisch, mach sauber. Und falls mir irgendwas Geniales einfällt, was ich euch heute erzählen könnte, dann werde ich mich melden. Das ist der große Plan. Schön, dass ihr dabei seid beim Nalenko-Vlog. Jetzt kommt das Intro, denn das hat die blauen Wolken. Es ist eine paar Stunden Zeit vergangen. Stimmt ja gar nicht, ich bin so schnell, ich hab keine Ahnung. Das schaut super aus, ihr wisst Bescheid, wir haben das schon besprochen. Jetzt springe ich auf den Rasentraktor. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich mit dem Grünschnitt mache. Denn ich habe Sand am Anhänger. Ich könnte es auf einen kleinen Anhänger schaufeln. Da denke ich nach. Ich werde jetzt mal einmal fahren, bis er voll ist. Vorausgesetzt, er fährt, denn er steht ja schon seit Monaten inzwischen. Und danach überlege ich mir, wie ich weiter tue. Das ist so mein konkretes Konzept. Es ist ein Hauben- und Jackentag. Der Hund glaubt, er darf jetzt spielen. Wird gleich hochgradig enttäuscht sein. Wollt ihr mitfahren? Sollen wir das ausprobieren? Da könnt ihr euch anschauen, wie der Hund dann reagiert, wenn man mit dem Traktor fährt. Passt auf, das machen wir jetzt. Steig mal auf. Schaut mal, er hat schon Panik. Weg ist er. Was muss man machen, dass man starten kann? Ich hab's vergessen. Der ist oben. Drauf sitze, Rückwärtsgang raus, sowas. Und der startet nicht. Schauen wir mal, ob er ein Benzin hat. Nicht viel. Wir werden da was einfüllen und dann werden wir es nochmal probieren. Wollt ihr da zuschauen? Sollen wir das gemeinsam machen? Soll ich jetzt den Benzin mit euch gemeinsam holen? Der ist nicht für Winter gebaut, der Traktor. Wahrscheinlich ist ein Sommerbenzin drin und kein Winterdiesel. Ach, alles so kompliziert. Der Hund ist wieder im Kerker. Der fährt jetzt planlos hin und her. So ist das. Schauen wir mal. Da ist unser geheimes Lager mit Dingen für den neuen YouTube-Kanal. Da ist nicht viel drin. Da ist ein bisschen was drinnen. Das nehmen wir mit. Aber ich darf nicht zu viel nehmen. Ich hätte noch gerne einen Handmäher wiederbelebt. Wahrscheinlich wird es wieder der alte sein, weil der neuere geht nämlich nicht mehr. Ich sage es euch, ich mache was mit. Da sieht da oben auch noch mal mehr. Und ich glaube, im Oktober muss man dann nochmal, oder? Oder pfeift man da dann drauf? Wie ist denn das? Ja, wir werden das schon feststellen. So, wir füllen da jetzt was ein. Ich schließe den Benzin, da mal dazwischen lagern. Der Hund schaut schon wieder ganz fertig, schaut er. So, probieren wir es nochmal. Klingt ja ganz gut. Ich mach das mal und nachher sage ich euch Bescheid, ob es gegangen ist oder nicht. So machen wir das. Vorsichtige Worte. Ja, das ist da unten. Oder? Jetzt bin ich auf der Flucht. Schaut, wie er rennt. Dem Motto, es ist ja eh schon wurscht, machen wir jetzt ein kleines Video mit Absturz, wie man das auf YouTube so gerne hat. Wir haben da unseren Stiger, Aufsitzmäher, Rasentraktor, und da haben wir eine Rampe und einen Anhänger. Und da werde ich jetzt rückwärts raufschieben und dann schauen wir, was passiert. Das ist der große Plan. Schauen wir mal.
werden wir doch nicht viele Klicks kriegen, oder? Bei dir. Hat ja ganz gut funktioniert. Ich bin voll stolz auf dich. Voll stolz. Ich habe ja vor einigen Tagen, vorgestern, vor ein paar Tagen, verzeiht, Schnäuzen gehört dazu, liebe Kinder. Das muss man machen, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Vor einigen Tagen habe ich ja erfolgreich das Kabel für den Meerroboter verlegt. Und der hat, das habe ich gemacht, dann ist er nicht gegangen. Da ist er, hat er ein Kabel abgemäht, habe ich ihn raufgeholt in den Hof. Und dann habe ich ihn zurückgebracht und dann hat er eigentlich nichts getan. Er ist die ganze Zeit in der Ladestation gestanden, hat gesagt, der Akku ist voll. Deshalb habe ich ihn jetzt aufs Knöpfchen gedrückt und parallel dazu, wie ich gerade mit den Aufsitzmäher gefahren bin, ist dann der Kollege runtergekommen dorthin. Jetzt komme ich da nicht mehr weg. Na geh bitte. Oh, Scherz. Jetzt wird es aber öd. Ist dann der Roboter dazugekommen und hat gemeint, er mäht jetzt dort, wo es so hoch ist. Und ich sage euch was, der hat das gemacht. Geh, jetzt komme ich da nicht weg, jetzt hole ich mir einen kleinen Traktor und zahle so. Boah, ist das öd. Bin da gerade in den. Kannst du nicht einmal umdrehen mit den Anhängern? Wenn ich jetzt so fahre, komme ich nie wieder weg. Jetzt fahre ich gleich nach unten weg, jetzt pfeife ich mal aus. Und jetzt sind wir da. Ja, ich fall zu. Das ist die Anti-Schlupf-Regelung. So, aber knapp ausgegangen ist. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das war jetzt echt haarscharf, dass ich da am Zaun geschrammt bin. So, wo drehe ich ihn jetzt um? Und wann kann ich euch endlich das erzählen, was ich euch eigentlich erzählen will? Es ist schon sehr rutschig. Auf feuchte Wiese, bist du fertig? Brauchst an nichts denken. Ja, da ist der Kollege dann dazu gekommen, in das im urtiefe Gras. Und hat ohne Hemmungen, hat er da drinnen umgehackert. Von wegen laut Bedienungsanleitung, das Gras darf maximal einen Zentimeter hoch zu mähen sein. Das war dem sowas von Schnurzpip egal, der ist da durchgehackert. Er hat nur das Problem gehabt, er hat richtige Furchen hat er gezogen. Arg, sage ich. Wie sieht das jetzt aus? Nicht wirklich. Hat er richtige Furchen gezogen? Oh, man sollte sich mehr konzentrieren, wenn man das macht. Aber ich sage euch, das wird was. Wenn ich jetzt nicht rutsche, dann komme ich weg. Ich habe nämlich den Anhänger voller Wiese drauf und die ist nass und schwer. Der hat da durchgeackert und hat überhaupt keine Hemmungen gehabt. Und dann hat er aus irgendeinem Grund geglaubt, er muss jetzt umdrehen. Und zwar stand der Bäder mitten in der tiefen Wiesen, hat er glaubt, er muss umdrehen. Das hat dann den Effekt gehabt, dass er zurückgeschoben hat. Und er ist dann mit seinen Furchenrädern in der frischen, nassen, feuchten Wiese so richtig versunken. Und dann ist er dort gehängt und hat so gemacht und hat so gemacht und so und alle Richtungen hat er probiert. Ist nicht mehr weggekommen. Bin ich hin zu ihm mit dem Rasentraktor und habe ihm so meinen Fuß weggeschoben. Und daraufhin ist der Kollege wieder dorthin gefahren. Der wollte stand dabei unbedingt dorthin und dann habe ich ihm ein bisschen brutaler weggeschoben. Und dann hat er gemeint, Rollover. Rollover hat er gemacht. Ja, habe ich neu gestartet und ja, so ist das jetzt. Er war auf jeden Fall sehr witzig. Das Mähen hat überraschend gut funktioniert. Im Auto ist das für die Haube zu kalt, zu heiß, meine ich. Ich fahre gerade mit dem kleinen Anhänger voller Gras zum Bauhof, also zum Altstoffsammelzentrum. Mein Vater hat gemeint, ja, er möchte jetzt doch wieder, dass die Wiese gemäht wird, denn jetzt ist es ja nicht mehr so heiß, dass sie kaputt geht. Habe ich die auch gemäht. Da hat er natürlich den ganzen Bäume schon beschnitten, das ist alles durch den so weggerechnet. Ja, und so habe ich mich da ausgetobt. Und die nächste Jahrprojektierung ist, dass man den Kinderspielplatz, den ehemaligen, der vielleicht doch wieder einer wird. Ich bin jetzt so im Wiegelwaage, ob man den nicht einfach beibehalten soll, wenn man schon eh so toll Meerroboter hat. Also, dass man den aufbereitet, die Pferde nur bis zum Spielplatz kommen lässt. Und dort auch so einen Rasenroboter fahren lässt. Weiß jetzt noch nicht, ob ich ein zweiter Stiger 528 wäre nicht. Wenn wir da zweit, könnten die um die Wette mähen, oder? Die sperren wir dann in denselben Bereich ein und dann fährt einer auf den anderen drauf, wenn er in die Ladestation will. Wobei wäre auch kein Problem. Ich glaube, die würden sogar ausweichen.
Wenn man die hintereinander macht, die Ladestationen, dann wird der eine in die reinfahren, wo es nicht geht. Steht an, fahrt wieder zurück, aber ich weiß nicht, ob er dann beim Draht ausweicht. Das wäre schon sehr interessant. Das wäre ein lustiges Projekt für ein YouTube-Video. Was meint ihr? Ja, in jedem Fall geht es ganz gut. Meine Frau verfüttert gerade die Kinder. Und das funktioniert alles ganz wunderbar. Ja, was ich noch nicht gemacht habe, ist das, was ich tun will. Denn tun wollen würde ich einerseits den Hof sauber und schön haben. Da ist aber dieses blöde Spiegelgerüst, das ihr schon gesehen habt in einem Dienstagsvideo, das noch im... Wobei, einen Steher habe ich schon abgeschraubt und angeschliffen. Also nichts gemacht wäre der falsche Ausdruck. Ich habe schon was gemacht. Nur so ganz unter uns, das wird nie wieder aufgebaut. Also am effizientesten wäre es, wenn ich die Kreissäge einschalte und das zusammenschneide. Da wäre eh einiges an Holz jetzt zusammenzuschneiden, die ganzen Schalungsteile von den Hofbetonieren können zusammengeschnitten. Ja, bin auf jeden Fall hochbegeistert, dass das geklappt hat, dass ich da mit dem Traktor auf den Anhänger rauffahre. Das hätte ich nämlich nicht gedacht, ich habe eigentlich gedacht, ich fliege da runter. Hat super geklappt und deshalb habe ich auch verladen. Bin dann drauf gekommen, wie schwer das Gras ist und fürchte mich schon vom Abladen. Das werde ich jetzt gleich live erleben. Und dann wäre noch die Überlegung, was erzähle ich euch denn morgen bei den Gedanken am Sonntag? Wieso Menschen so dumm sind, eine Kamera im Regenring liegen zu lassen? Ja. Ich habe aber schon eine bestellt. Ja, ich weiß, ich verwende jetzt eh die nasse wieder. Trotzdem, ich habe eine bestellt und bin gerade am Überlegen, noch ein paar andere Dinge zu kaufen und versuche verzweifelt, und ich meine verzweifelt, das Nummerierungssystem bei Canon zu durchschauen. Also ich habe die G7X Mark III. Mark III ist mir klar, das ist die dritte Auflage. Mark II war die zweite Auflage, kann immer ein bisschen mehr als die ältere. Das kenne ich von Netgear. Ja, genau. Und dann gibt es die G5X. Und die G5X ist interessanterweise um ein Eck teurer. Die gibt es nur bis zwei. Es gibt die G5X und es gibt die G5X Mark II. Warum ist die teurer? Was kann die mehr? Keine Ahnung. Und so haben wir gedacht, okay, dann ist es bei Canon vielleicht so, dass die niedrigsten Nummern die besten sind. Habe ich, weiß ich, es gibt eine G1X. Habe ich geschaut, die ist urbillig. Hab mir die Daten rausgesucht, die gibt es auch schon als 2 und 3 und die 1er ist schon urbillig, die 2er geht schon. Haben wir die Daten rausgesucht, die ist im Videobereich nicht ganz so toll, also ich nehme ja eh nur in HD auf, ihr wisst sie, die kann das 4K-Ding, ich weiß noch nicht, ob ich es mir antue, denn da hat sie ein 10-Minuten-Limit und dann für den Vlog sowieso nicht und für diese anderen Sachen, nur vielleicht mache ich diese 4K-Geschichte im neuen YouTube-Kanal, den ich gerade plane. Da würde es mir, eventuell, wenn ich es nur in 4K aufzeichne, hätte es den Vorteil, dass ich mir beim Schneiden leicht tue, dann mache ich eine totale und dann schneide ich einfach zu, wo ich will. Wäre relativ flexibel. Oder ich mache wirklich gleich ein 4K-Material, ich weiß nicht, aber dann wäre ich schon sehr limitiert, weil dann kann ich die XF300 nicht einsetzen, weil die können nur HD. Ja. Es ist. Und eigentlich wollte ich noch ein paar Lego-Videos machen, damit wir da im Februar, im März, Januar ein paar haben. Ist auch noch nicht passiert. Es ist hochgradig kompliziert, sage ich. Jetzt schauen wir mal, ob wir da in den Bauhof kommen. Denn da ist ein Stau, da kann schon wieder einer nicht hinein, weil er keine App hat. Das ist das große Konzept. Wir unterhalten uns nachher, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Man darf nicht zu lang beim Altstoffsammelzentrum sein am Samstag. Denn da kommen viele Leute. Das ist ja legitim, wenn jemand das bringt, was er wegschmeißen will. Und man geht zu ihm hin und fragt, ob man es haben darf, bevor er es abladet. Dann ist es eine Schenkungsvereinbarung zwischen zwei Privatpersonen. Das heißt, das ist sehr gefährlich. Ich fahre schon wieder mit mehr Sachen heim, als ich herkommen bin. Eine wunderbare Schreibmaschine habe ich bekommen. Kaputt, habe ich gehört. Eine elektrische. Aber man dachte, für den YouTube-Kanal, für das neues Projekt, perfekt. Und zwei große Holzstücke habe ich bekommen, die wir irgendwann mal verheizen werden. Das ist der große Plan. Ich habe eine Föhre. Darf man eine Föhre verheizen? Keine Ahnung. Wir werden uns das noch näher anschauen. Ja, ich habe abgeladen. Jetzt ging es noch darum, den großen Anhänger zu bergen und dem Vater zu bringen, damit er sein Zeugs aufladen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich das will, weil eigentlich müsste man das mit dem Traktor machen. Und ob ich jetzt Lust habe, den Traktor, ist aber schon sehr spontan jetzt, den Traktor, oder?
müssten wir den Sandanhänger abhängen, der andere Traktor ist wieder mit dem Frontlader. Es ist alles sehr kompliziert. Ja, ich sage euch mal die Kobe-Zahlen, denn die Kobe-Zahlen sind das Beste von uns überhaupt. Dann bin ich gespannt, ob die Frau heute Reis oder Nudeln kocht. Das ist immer die Frage. Ja, da freue ich mich. Hurra! Dauerschottaufnahme stoppen. Kobe-Zahlen und Fakten für den 17.09.2022. 5.062 laborbestätigte Fälle, 4.934 genesene, 370,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Und jetzt haltet euch fest, es gibt News, aber sowas. Ein Bibliotheksrabatt gibt es, es gibt einen Westenreaktion, es gibt einen Schallenberg, es gibt ein Österreich, es gibt einen Drechsler, es gibt eine Energiewende und es gibt ein Kaisertreu, was auch immer das ist. Jetzt hat er gemerkt, dass er einen Tippstopp. Das ist keine gute Idee. Du musst nach oben fahren. Verstehst? Roll over. Wie geht das? So. Fortsetzen. Ah, weg ist er. Das war schon wieder für heute. Morgen sehen wir uns mit Gedanken am Sonntag zum Thema Audio-Datenträger. Das wird spannend. Schaut euch das an. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem unterbelichteten YouTube-Kanal.